Es gilt als das schwerste Unglück in der Geschichte der zivilen Atomkraftnutzung, der GAU in Tschernobyl. Am 26. April 1986 kam es in dem ukrainischen Atomkraftwerk zur Explosion eines Reaktors. Zahlreiche Mitarbeiter, Helfer, Bewohner der Region starben. Eine radioaktive Wolke zog über halb Europa. Noch heute kämpfen die Menschen mit den Folgen. Gedenken an die Opfer der Katastrophe, an die Helfer, die Feuerwehrleute, die vor 35 Jahren den Brand im Reaktorblock 4 bekämpften. Tausende starben, Folge der hohen Strahlendosis, der sie ausgesetzt waren. Meine Freunde, mein Ehemann, nahestehende Menschen starben. Wir werden uns immer an sie erinnern. Es ist hart, sehr hart. Im Reaktorkern kam es im April 1986 zu einer Explosion, zur Kernschmelze. Eine Strahlenwolke trieb über Europa. Noch heute sind die Bäume und der Boden an vielen Stellen in der Sperrzone um den Reaktor radioaktiv belastet. Wissenschaftler sammeln Proben, untersuchen sie im Labor. Immer wieder brennen, wie im letzten Jahr, in der Sperrzone die Wälder. Die Flammen wirbeln radioaktive Partikel im Boden auf. Der Rauch treibt sie in die umliegenden Dörfer, auch nach Machdin, außerhalb der Sperrzone. Die Strahlung ist um das Mehrfache gestiegen, denn die ganze Radioaktivität war im Boden. Tschernobyl vor 35 Jahren. Geschichte. Doch für die Menschen hier ist es die Gegenwart. Jetzt soll die Region touristisch erschlossen werden, um die Erinnerung an die Katastrophe wachzuhalten.